Halt ja, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu Landeskampf von Big Wave TV zum 31. BWLK. Ja, ihr habt mir wieder fleißig Kommentare geschrieben und die werde ich euch auch gleich mit gemeinsam vorlesen. Die Wärme hält an, ihr seht es, ich bin hier total am... Naja, ist nicht so schlimm. Auch schöne warme Tage müssen sein und fürs Fahrradfahren. Mal gucken, wie weit wir da, wenn es dann doch zu heiß ist, macht das ja auch keinen Spaß. Mal gucken. Also es kommen da noch einige, aber werden ab morgen zum Beispiel, ach, das sage ich euch gleich, wenn es denn passt. Wir fangen einfach mal an, wir quatschen dann einfach mal los, denn es sind mehrere Sachen, wo ich dann noch was zu sagen möchte. Und dann kommt, wir direkt mal zum Kommentar, und dann kommt der erste Kommentar, diesmal von der lieben Marina, und sie hat geschrieben, oder war da noch ein anderer Kommentar dabei? Ne, hier sind noch andere Kommentare. Hahaha. Da geht's noch weiter. Hier geht's los. Da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den. Ne, den hatten, den haben wir schon vorgelesen. Hier geht's los. Und da kommt der erste Kommentar diesmal vom lieben Heizi, und er hat geschrieben: Reni, nochmal Glückwunsch, tolles Bike. Was wäre noch interessant zu wissen, wie es sich verhält ohne das Wasser. Aber Scherz beiseite. Ist schön, dann bin ich auch. Ach, was ist denn heute los? Da bin ich auch viele Videos damit gespannt, lieben Gruß Heizi. Ja, es werden noch mehrere Videos kommen und da sind wir beim Punkt. Denn morgen kommt zum Beispiel ein nächstes Video dazu. Das war die erste Tour. Ja, mit dem Wasser. Ohne Wasser geht leider noch nicht, Heizi. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das werden wir nie sehen. Aber es verhält sich gut bis jetzt. Morgen, wie gesagt, kommt nochmal ein Tourenvideo, wo wir dann auch drauf eingehen, wie so der Akku mitmacht, was so ungefähr die Reichweite ist. Das werdet ihr morgen sehen. Und der nächste Kommentar kommt auch wieder von Heizi. Oder geht das dann um, ja, das letzte Woche BWLK. Und dann hat er geschrieben, René, das waren ja einige Kommentare. Die Woche hat, die Woche und schade, sein erstes, also dein erstes Radfahrvideo habe ich erst zu spät gesehen. Wie immer weiter so, und ich freue mich auf nächste Woche. Lieben Gruß, Heizi. Ja, ja, hast leider, aber es macht ja nichts. Haben wir jetzt vorgelesen. Ist ja nicht so schlimm. Ne? Der Kommentar ist ja trotzdem noch da. So, mein Guter. Und dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Katja. Sie hat geschrieben, huhu, wieder ein tolles Video. Tolle Kommentare. Mit meinem Kommentar bin gespannt. War bezogen auf, ob dein Paket wirklich ankommt. Das Fahrrad halt. In dem Fall, ja, ist angekommen. Ja, das... war letzte Woche so ein bisschen ein Fragezeichen bei uns beiden, was wieder, ja, hat sich ja geklärt. Und dann kommt der nächste Kommentar vom lieben Heizi, da geht es um das große Wiegen letzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. René, Glückwunsch zum abgenommenen Gramm. Auch Kleinvieh macht Mist. Und wie gesagt, zu den Videos, so wie sie es für dich passt, freue ich mich auf alles, was da kommt. Lieben Gruß, Heizi. Ja. Genau, da geht es darum, ich möchte jetzt das große Wiegen nicht mehr, also morgen kommt kein großes Wiegen, wie gesagt, morgen kommt ein Fahrradvideo, denn das entweder, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt monatlich mache oder alle zwei Wochen mache. Ich denke mal, ich werde das mal versuchen, monatlich den ersten Montag im Monat wieder über diese Gewichte zu reden, was wir so gemacht haben, denn ich möchte einfach mehr Sporteinheiten reinmachen und mehr Fahrradvideos und dann eben halt einmal die Woche darüber berichten, was diesen Monat passiert ist, gewichtstechnisch. Ich glaube, es ist interessanter und wir haben dann mehr Zeit, auch andere Videos wieder zu machen, die dann mit in dieses Thema reingehen, wie zum Beispiel Kochvideos und ne, das soll halt die Zukunft bringen. Wie das so genau wird, das wird die Zukunft bringen, das entwickelt sich alles noch und ja, das bekommen wir, denke ich, aber mal sehr gut hin. Und dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Katja, sie hat geschrieben, besser 200 Gramm weniger als 1 Kilogramm mehr. Du kannst das Wiegen einmal im Monat bringen, eventuell mit einer Dokumentation der drei anderen Wochen des Monats. Ja, also es wird kommen, dass das so ein bisschen, was halt passiert ist, das wird kommen. Ansonsten halt ein Gewicht, denke ich mal, sollte reichen. Und, aber sonst so, was die Woche über passiert ist, das haben wir gemacht, um das zu erreichen. Tralalala. So ein kurzer Zusammenschnitt nochmal. Aber ihr seht das ja auch. Ja, weil es soll wohl Montag, Mittwoch, Freitag Videos kommen, so ist der Plan. Und Sonntag das BWLK. Aber wie das jetzt genau, das, wie gesagt, das ist alles noch in Bearbeitung. Alles noch in. Das entsteht halt alles gerade noch. Der Kanal wächst auch gerade mit euch. Das finde ich total schön. Da nochmal danke diese Woche an die drei Abonnenten, die, glaube ich, dazugekommen sind. Echt, 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 echt vielen, vielen, vielen Dank. Echt Wahnsinn.
Ihr seid echt der Hammer. Und ja, kann man dazu nicht sagen. Und dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Marina. Und sie hat geschrieben, danke wieder für die Auswertung der Kommentare. Ich finde es immer wieder gut, wie du auf die Kommentare eingehst. Dadurch weiß man, dass du dich auch mit den Anregungen, Kommentaren auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, ich finde es auch wichtig, habe ich auch schon tausendmal, glaube ich, gesagt, mit euch zu kommunizieren. Und das ist für mich eigentlich die beste Möglichkeit, mit euch da gemeinsam zu kommunizieren. Denn es gibt für mich nichts Wichtigeres. Und der nächste Kommentar kommt vom lieben Eis. Er hat geschrieben, ich wünsche dir viel Spaß mit dem neuen Bike. Vielen, vielen Dank dafür und ich habe auch Spaß mit dem neuen Bike. Ich glaube, wir haben schon über 200 Kilometer mittlerweile geschrubbt. Also es macht echt fetzt, das Bike. Und der nächste Kommentar kommt von Mike Klaus. Er hat geschrieben, René, du musst viel ruhiger werden. Das wird sich nie ändern. Ich habe 50 Tage auf meinen Akku gewartet. Normal 3 Wochen, aber es ist ja nun dann doch angekommen. Mein nächstes Projekt läuft dann doch jetzt schon an, hab sonst keine Ruhe. Und ich sag zu dir, du sollst ruhiger werden. Ja, so ist es ja. Manchmal, ja, es ist, ich verstehe dich auch. Ja, ich bin ja genauso, wenn ich auf was warte und gerade wenn ich fahren will. Ich bin ja so hippelig und es könnte dann nicht schnell genug gehen. Ich denke, ihr kennt das auch. Und ja, irgendwann kommt es dann halt doch an, wie gesehen. Und es ist manchmal so. Man ist manchmal wie ein kleines Kind. Ne? Es ist halt so. Und dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Marina. Sie hat geschrieben, in diesem Video wird mal wieder bewiesen, dass du als Kundin manchmal Detektiv spielen musst, um an Informationen zu kommen. Servicewüste Deutschland, leider. Ja, aber wir haben es ja dann doch irgendwie hinbekommen und es hat ja geklappt. Und dann kommt der nächste Kommentar vom Gerd. Hi René, zum Glück bist du nicht ungeduldig. 3 Wochen sind eben 3 Wochen, da hilft auch kein Dringeln. Ja, ungeduldig, ja, ich bin eigentlich nicht, aber manchmal schon, wenn ich auf was warte, wenn ich jetzt gerade so, ne, ja, da habe ich ja gerade gesagt, das ist dann halt so, ja, es ist dann halt das Kind, was durch will, ne, es ist dann, ja. So, dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Katja und sie hat geschrieben, hammerhart, ich hätte auch hinterher telefoniert, aktuell geht es mir fast ähnlich, ich habe ein Produkt bestellt, welches ich vor einem Monat auch bestellte, selbes Produkt, selbe Firma. Vor einem Monat war es einen Tag vor dem Liefertermin da. Aktuell ist der Liefertermin für meine Zweitbestellung der 5.8. Heute ist der 4.8. Im Bestelllieferverlauf steht, dass keine Zahlung getätigt wurde. Falsch, denn ich habe direkt nach dem Abschluss der Bestellung den Betrag an die Firma überwiesen. Den hätte ja sein können, dass der Lieferstatus nicht aktualisiert wurde. Diese Firma an, ob meine Bestellung auf dem Weg sei. Informierte die Firma auch über den angezeigten Status und teilte denen mit, dass ich direkt nach der Bestellung überwiesen habe. Es kam eine Antwort, wo sie mich nochmal nach meinen Referenznummer und IBAN fragten, da sie mich nicht finden. Problem nun ist, ich brauche dieses Produkt. Am Sonntag an meinen Zahlungseingang ist nicht zu finden. Ja, so ist das manchmal. Das ist schade, das ist immer noch nicht da. Also ich hoffe, es hat mittlerweile geklappt, dass es angekommen ist, denn das ist ja auch schon 4 Tage her, der Kommentar. Es kann nur besser werden. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und dann kommt der nächste Kommentar vom lieben Heizing. Er hat geschrieben, Bestell und Liefer Dschungel Deutschland. Manchmal echt abenteuerlich. Ich kenne das auch, vor allem wenn Pakete angeblich ausgeliefert sind und sie nie bei dir ankommen. Naja, Ende gut, alles gut, zumindest für den ersten Teil mit dem Fahrrad. Lieben Gruß, Heizi. Ja, das stimmt, da haben wir schon mal ein gutes Ziel erreicht. Ich habe es auch schon erlebt, dass nichts angekommen ist. Das war dann verschwunden, irgendwie passiert manchmal. Dann kommt der nächste Kommentar von Jörg4966 und hat auf das Video reagiert, wo ich das andere Fahrrad noch hatte, also was ich da gefahren bin, wo ich 1500 Kilometer gefahren durch hatte. Den Test gemacht habe, da war ich auch noch sehr zufrieden mit dem Fahrrad. Was er nicht gesehen hat, darfst du es gerne auch anschauen. Und er hat geschrieben, mit wie viel Druck fährst du auf die Reifen? Ich fahre auch das Clean 4.0 Trekkingrad. Und ich habe immer so 4,5 Bar meistens drin. Das reicht. Ja, weil zu viel ist dann auch wieder nichts. Ich
Ich glaube, man kann das bis 6 Bar oder was, ich weiß es gar nicht. Steht aber auch mal auf den Reifenflanken mit drauf. Also da mal drauf schauen, was auf euren Reifenflanken steht, was denn zugelassen ist für eure Reifen. Nicht, dass man da jetzt zu viel oder zu wenig hat, ist ja auch nichts. Also man muss auch wirklich auf diese Reifenflanken schauen und dann danach gehen. Ich kann jetzt sagen, ich fahre mit denen, steht aber auch drauf, aber ich weiß nicht, was auf deiner Flanke steht. Also da gerne nochmal schauen. Und dann kommt der nächste Kommentar von Nadine Beckermanns. Und sie hat geschrieben, also ich würde 3 Monate mehr Hartz IV sparen und was Richtiges kaufen. Gut, das ist auch deine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, das zu kaufen. Wenn du mehr Hartz IV sparen willst für dein Fahrrad, ist es auch vollkommen okay. Jedem das seine. Also ich habe mir gesagt, mir gefällt das Fahrrad. Wenn du dir mit deinem Geld ein anderes Fahrrad kaufen willst, ist es auch vollkommen okay. Was ich auch so hinnehme. Mir gefällt das Fahrrad. Ich bin da auch voll zufrieden mit. Und dann kommt der nächste Kommentar von Nullblay1 und er oder sie hat geschrieben, tolles Video, sehr ausführliches Video. Mich würde mal interessieren, ob es genau bei 25 km/h aufhört zu unterstützen oder ob es ein bisschen höher geht. Zum Beispiel bis 25,9 km/h. Danke und weiter so. Also vielen, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar und ich bin auch, freut mich, dass dir die Videos gefallen. Danke dafür. Und ich habe dir auch geantwortet, bei 26 km/h hört das meistens auf, ist unterschiedlich mal ein bisschen eher, mal ein bisschen später. Das merkt man aber bei diesem Fahrrad nicht, man hört es immer nur. Deswegen merken tut man da nichts. Und darauf hast du nochmal geantwortet, ja cool, das ist sogar bei 26 km/h unterstützt. Danke für die Antwort, bin auf weitere Videos mit dem Fahrrad von dir gespannt. Ja, und darauf darfst du gern gespannt sein, denn morgen kommt das nächste Video dazu. Wie gesagt, da gehen wir so ein bisschen auf den Akku ein, die Reichweite ein, wie weit das denn schafft und nicht schafft. Das dürft ihr gerne morgen alle sehen. Ansonsten, meine lieben Freunde, gibt es eigentlich so nicht viel zu sagen, außer dass morgen ein Video rauskommt. Und wie gesagt, dass wir jetzt so ein bisschen den Kanal umbauen, möchte ich nicht sagen, einfach ein bisschen weiterentwickeln, weil das macht mir gerade so Spaß und auch gerade mit euch. Und wir entwickeln den Kanal ja gemeinsam und deswegen entwickelt sich das auch. Man kriegt mal wieder mehr oder weniger. Das ist halt so, wie es ist. Aber sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, meine lieben Freunde. Wie immer gilt, Daumen spreizen, nicht mit Likes kreizen, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, teilt es lieber mit euren Freunden. Dann sage ich Hi Ten, bis denn und haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.